Das war keine Aufforderung. Es ist nur halt das Gefühl, das ich habe, von wegen, ich gehe in die Stands, das wäre gerade in Mexicans Showdown Ich kurz habe davor. das Buch tatsächlich halt noch neben mir liegen, also weil es ja zwischendurch, glaube ich, jemand gefragt hatte oder so. Welches Spiel? Das war Gatzendrama von Viel aus Spaß. Nograde von denen erfolgt. Jo, danke, Und Zorgo. ja, wir sehen das Spiel. Wie fit bin ich? Ich bin sehr fit. Einigermaßen, vielleicht irgendwann mal wieder. Ausgezeichnet. Nee, Zerosef, das glaube ich eher nicht so. Ich freue mich tatsächlich auf Trackmania. Es gibt immer nicht allzu viel dazu zu sagen, aber es macht jedes Mal Spaß. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber ich bin jedes Mal amazed, wenn ich halt so Trackmania-Clips sehe, wo sie einfach cool sind. Also du hast noch gar kein Trackmania gespielt. Nee. Gesehen hier und da, gespielt selber noch nicht. Okay. Jetzt müsste ich kurz überlegen, welches habe ich denn gespielt? Stadium habe ich. Trackmania 2 Stadium habe ich gespielt, genau. Mehr oder weniger erfolgreich. Die Spielreihe ist auch eine, die als eher schwer empfunden wird, richtig? Wenn man sich da hinein vertiefen will. Können wir das aufheben für die nächsten 2 Stunden, wenn die Spiele dann beginnen? Okay. Nicht so viel. Wir Du können hast ausführlich recht, noch sorry. über unsere, also auch was Chat in da mit, einbezogen halt, können wir uns noch ausführlich darüber unterhalten, was unsere Trackmania-Erfahrungen sind. Aber wir haben dafür jetzt gleich genügend Zeit. Verstehe. Ja, was man vielleicht jetzt bloß schon mal jetzt zu dem Run dazu sagen muss, wir sehen hier die Kategorie, das heißt Track of the Day, Juni Oh. 2021. Und das ist halt Trackmania, was wir hier sehen, ist nicht Trackmania 1 oder sowas, sondern das ist Trackmania 2020, dann das erste Trackmania hieß Trackmania Original oder so. Genau, oder Trackmania Original TMO. Und das hier ist das von 2020 und ja, da gibt es halt dann diesen Modus Track of the Day, da gibt es dann jeden Tag, also die Leute können halt wie Trackmania üblich Strecken erstellen und die Entwickler suchen sich da jeden Tag eine Strecke raus, die zum Track of the Day gekürt wird. So, Cool. und da geht's los und wir fangen direkt an. Ich habe tatsächlich auch eine Liste gefunden, ich hoffe, dass sie stimmt, mit Mini-LOL-03 heißt die Strecke. Und ist tatsächlich nicht allzu lang. Und man kann, und diese ganzen Ringe, die man im Hintergrund gesehen hat, das waren auch alles Ziele. Ich glaube, bis jetzt, nee, ich glaube, und das war jetzt zum Beispiel von dem Polen eine Strecke. Jetzt kommt eine amerikanische, also eine Strecke von einem Amerikaner. Wir haben hier so die typischen Sachen. Wir haben diese wunderschönen Kurven. Ich habe gesagt, wir fliegen auch sehr viel. Die Sprünge dürfen nicht fehlen. Wir haben das Fahrzeug, so wie wir es letztendlich den Rennwagen, wie wir es zum Beispiel auch aus Trackmania Stadium kennen. Und da haben wir schon eigentlich mal eins meiner Hassabschnitte gesehen. So, wenn du dann so schräg also so wirklich 90-Grad-Winkel an der Wand fahren musst und dann da noch irgendwie Lücken kommen und durchspringen musst, kann ich nicht, hasse ich wie die Pest, brauche ich ewig, um sowas hinzubekommen. Und ja. Sieht aber sick aus. Allein das Movement selbst jetzt in den ersten zwei Maps war wirklich cool, wo du an der Wand entlang gefahren bist oder den Schwung von der Kurve mitgenommen hast, um zu fliegen. Das ist cool. Genau, wie es jetzt Slick LP auch gesagt hat, das Spiel ist kostenlos. Man kann aber da, ich glaube, da gibt es aber dann trotzdem ein paar Einschränkungen. Also das Grundspiel ist kostenlos und es gibt dann noch ein paar Sachen, wo du dann irgendwie einen monatlichen Preis für zahlen musst. Also das ist dann wirklich im Abo-Modell gehalten. Das erste Mal für die Spielereihe. Und wen es interessiert, das ist das 15. Trackmania und bis jetzt halt das Neueste. Und Damn. also es gibt halt schon einfach mal, es gibt, die Reihe ist eigentlich tatsächlich ziemlich groß, wenn man überdenkt, dass es 15 Spiele gibt. Ersten zwei Maps neue Bestzeit von ihm? Wirklich, Momo? Damn, nicht schlecht. Das sah auch gerade butter smooth aus am Ende. Jesus.
called Tellori Force. Oh man, that was a tongue twister and a half. 35-second map, also very tech heavy with some other elements. Aber Trickman Nations war es auch so, okay. Und ja, das ist hier teilweise, also es das der gesamte Run und auch der danach Trackmania 2 Canyon, das basiert halt einfach wirklich auf haargenaues Movement. Wir sehen jetzt hier auch einen neuen Untergrund, also es gibt halt immer wie diesen harten Untergrund, ja, wie Asphalt so letztendlich. Es sieht halt bloß immer dann so weiß aus. Da rutscht man halt relativ wenig, man hat sehr, sehr viel Grip, aber es gibt auch noch hier das Gras, das sind dann zum Beispiel dann auch mal die grünen Randstreifen, beziehungsweise hatten wir da jetzt gesehen die Erde. Es gibt auch noch Eis. Das sollten wir, glaube ich, im nächsten sehen, genau, bei Snowfall hier. Ja, also auf Eis, jeder liebt Eisphysik, so. Das sieht man hier wunderbar, man dreht sich sehr, sehr viel. Man verliert schnell die Kontrolle. Auch hier, dem Runner, also Raster selbst, passiert das hier auch. Das ist auch nicht schlimm, das ist alles ganz normal, dass das passiert. Auf Erde ist es, glaube ich, ist es auch noch relativ rutschig. Auf Gras geht es tatsächlich, wobei ich glaube sogar in dem Teil wurde es dann eingeführt, dass es zwei unterschiedliche Grashöhen gibt. Also da gibt es dann einmal nochmal so das hellgrüne und das dunkelgrüne Gras und das dunkelgrüne ist letztendlich so ein bisschen höher und da ist man langsamer drauf. Markus, denke ich, im Delay zu uns. Was? Schaust du am Mainstream? Ja. Okay. Scheint ein bisschen hinten zu sein. Ich bin gerade bei 4, 26, 28, 29. Das sind 2 Sekunden, die ich jetzt hinter dir war. Ich refresh nochmal kurz. Okay, ja. Aber das passiert, das ist nie. So, bei welchen Zeiten bist du jetzt? 40, 41, 42. Da sind wir genau gleich auf jetzt. Okay, und ich war 2 Sekunden hinter Chat, aber gut, viel besser wird es jetzt auch nicht. Das ist selten, dass wir immer tatsächlich hinten dran sind. Ja. Yeah. Aber ja, währenddessen immer noch wirklich cooles Movement, knapp um die Kurven rum und möglichst viel Speed beibehalten. Ja. Die Strecke erinnert mich mehr an klassische Racing Games, wo nicht so viel geflogen wird wie in Trackmania, aber ja. Ja, ich sag mal, an sich, man muss dazu sagen, Fliegen ist nicht immer gut in dem Spiel. Also du möchtest nicht immer auch wirklich dann die Sprünge ganz vollständig mitnehmen. Manche sind halt wirklich so nett gebaut, dass du dann irgendwie genau auf dem Hügel landest und dann ganz komisch da dann wegfliegst und solche Scherze, dass du sozusagen, wo das dann wirklich gewollt ist, dass du eher tatsächlich da vorher bremst ein bisschen. Übrigens, ich habe gerade die Nachricht bekommen, Herr Dreifachpunkt mit einem Punkt am Ende hat 10 Euro donated vor 3 Minuten, also danke dafür. Und Namen würde ich interpretieren, dass du deutschsprachig bist, also deswegen das Shoutout. Danke für die Spende. Sehr schön. Irgendeine Nachricht mit dazu? Nee, ohne Nachricht, einfach okay. Eine Spende. Stimmt, Sand gibt es natürlich hier, sehen wir jetzt auch an der Seite Sand. Man kann auch wirklich die Strecke gerne mal hier und da an, also wie es jetzt bei den Track of the Days ist, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß es zumindest aus den Grundstrecken, die das Spiel auch liefert. Ich habe das Spiel nicht selbst gespielt. Ich habe wirklich bei Trackmania Stadium bis jetzt immer geblieben. Aber ich weiß zumindest von den Grundstrecken. Du kannst hier halt auch teilweise von den offiziellen Weg runtergehen, aber der ist oftmals langsamer. Nicht immer, aber oftmals. War dieser Run nicht der mit dem Controller Upside Down Incentive? Lass mich nachschauen. Weil ich kann mich erinnern, da war was. Ja, jetzt wo es gesagt wird, das erinnere ich mich auch dran, dass da was war. Aber es kann auch dann danach gewesen sein. Ja, okay, Sie haben das genau jetzt erwähnt. Und genau mit dem nächsten Track wird er seinen Controller umdrehen.
Also ja, gutes Timing für die Frage. Er wird es gleich umsetzen. Sehr schön. Was man hier auch dazu sagen muss zu Trackmania, es gibt halt diese verschiedenen Untergründe. Also einmal zum Beispiel den Boost-Untergrund, den gibt es halt je nachdem, in welche, wie die Pfeile zeigen, geht natürlich auch der Boost. Aber es gibt dann auch zum Beispiel den allseits beliebten Engine-Off-Modus, wo du dann einfach über das Feld drüber fährst und dann geht dein Motor aus. Und erst wenn du den nächsten Checkpoint erreichst oder wieder so ein Feld, geht dann der Motor wieder an. Das ist teilweise sehr amüsant, wenn du dann halt die Kurven nicht richtig bekommst oder in den Kurven ein bisschen zu viel Geschwindigkeit verlierst, dass du dann halt einfach mitten auf der Strecke stehen bleibst und nicht mehr vorwärts kommst. Hm. Okay, ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt die Track ist, wo er seinen Controller tatsächlich umgedreht hat oder nicht. Ich kann leider nicht den Controller in seiner Cam sehen. Aber ja, ich habe ihn davor sagen hören, dass er, als das Incentive angekündigt wurde, er gesagt hat, die Track ist potenziell zu schwer dafür, aber bei nächster Gelegenheit, wenn er es als machbar empfindet, wird er das machen. Mal gucken, wann wir das sehen werden. Yeah. Coming up more frequent than others, let's just take HTMH. Usually everything that he touches becomes track of the day, somewhat. So we have great mappers here. And also I see. Okay, das Incentive selbst ist, dass für einen bestimmten Track er den Controller upside down, also verkehrt rum, haben muss. Ja, ja. Nicht für mehrere. Das ist, das sucht sich den Track aus, sozusagen, für sie selber. Okay. So hatte ich das verstanden. Also, ursprünglich hieß es wird zufällig gewählt, welcher Track es ist, aber ich schätze, wenn der nicht machbar war, dann hat der Runner wohl ein bisschen mehr Freiheit. Er hat am laufenden Band neue Bestzeiten. Damn, sick. Vielleicht ist es auch ein Save-File, wo seine neuesten oder seine aktuellen Bestzeiten nicht drauf sind, aber ich weiß nicht, ob so ein Konzept überhaupt jetzt beim neuen Trackmania drin ist. Ich kenne mich da nicht aus. Das kann ich tatsächlich dann auch nicht sagen. Machbar zu schwer. Upside Down Controller soll ja schwer sein. Ist wahr, aber er will auch nicht die Estimate über 10 Minuten strecken mit einer Track. Was ich verständlich finde. Oder ich meine, vielleicht hat er die Track schon durchgespielt mit einem Upside Down Controller. Wir haben es nicht gesehen und er hat es gemacht. Das wäre es normal. Also, ich weiß es nicht. Wir werden es ja sicher, also ich weiß nicht, ob es dann nochmal extra gezeigt wird, wann er das macht. Oh, loop die Loops. Ja, Loopings gibt es natürlich auch. Die Track sieht wirklich schwer aus. Erinnert mich sehr an Rainbow Road von Mario Kart Spielen, wo es wirklich schmale Strecken gibt, wo man leicht runterfällt. Ja, du nennst das schmal? Dann hast du noch kein Trackmania gespielt. Okay, es ist schmal für die Verhältnisse, die wir bisher hatten, aber du hast recht. Ja, okay. Ja, also ich bin gespannt. Es gibt Sachen, da hast du, also es gibt dann wirklich teilweise Strecken, wo du dann denkst, so ja, du kannst halt, die Strecke ist genauso breit wie dein Fahrzeug. Die machen nicht viel Spaß. Ich weiß nicht, ob du es schon erklärt hast, aber was ist genau der Unterschied zwischen normalem Boden und sandiger Boden unter uns? Man rutscht halt letztendlich, also man hat halt, man hat halt weniger Grip, man rutscht halt mehr, also der Sand bzw. die Erde gibt es da einerseits, das ist so nach Eis, glaube ich, mit der schlimmsten Untergrund, dann gibt es jetzt halt hier auch noch das Gras. Wie gesagt, da gibt es das hell und dunkelgrüne Gras. Das dunkelgrüne ist sozusagen nochmal ein bisschen höher sein, da verlierst du nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ja, also Physik leicht unterschiedlich zu dem hellgrünen. Und ja, das sind so die Sachen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viele verschiedene Bodenarten gibt. Also cool, gut zu wissen. So, jetzt sollte Meltdown kommen, die Strecke. Yep, das ist Meltdown.
Der Name klingt schon sehr attraktiv. Von einem Engländer, die Strecke in dem Fall. Wir haben auch schon zwei Strecken gesehen, die von Deutschen ran waren. Allgemein, wenn ich mir die Liste im Juni so angucke, die ist schon sehr deutschlastig. Also da gibt es schon einige deutsche Spieler, die da scheinbar sehr gute Strecken bauen. Mal ganz kurz, eins, zwei... Also 8 von 30 Strecken im Juni sind, ja, und das ist halt so eine wunderbare Sache. Manchmal kommst du ganz dämlich auf solche Hügel auf und drehst dich dann halt. Was wir jetzt auch tatsächlich gesehen haben an der Stelle, es gibt, man muss die Strecken nicht immer komplett von vorne beginnen, sondern man kann auch immer vom letzten Checkpoint an beginnen. Dann läuft aber die Zeit weiter, also die Zeit für eine Runde resettet sich nur dann, wenn man sie von vorne beginnt. Und beginnt man sie vom letzten Checkpoint, läuft sie halt weiter, weil du bist ja noch in der Runde drin. Macht Sinn. Das heißt, würde man einzelne Tracks upgrinden, um bessere Zeiten zu sammeln, dann würde man bei den kleinsten Fehlern und vor allem bei sowas sofort resetten. Würde ja, ich auf jeden Fall. Da will man keine großen Fehler drin haben. Ah, ist schlimmer als Schotter, okay. Ich hatte immer mit Erde und so. Ja, Momo hat davor eh geschrieben, Asphalt besser als Erde, besser als Sand, besser als Eis. Und laut dir gibt es da noch verschiedene Varianten an Gras und... Da gibt es halt noch, genau, es gibt noch Gras. Ja, stimmt, Erde und Sand, ja. Also ich habe tatsächlich, ich komme mit Gras eher klar als mit Erde. Muss er die Strecke nur schaffen und nicht besonders schnell? Naja, in einem Marathon-Speedrun hast du nicht wirklich die Möglichkeit zu resetten und dann neu anzufangen. Also das, was du bekommst du. Du hast einen Versuch für das Ganze. Naja, er könnte das schon hier resetten, hier die einzelnen Strecken. Aber ja, es geht darum, dass er hier so schnell wie, also letztendlich die Strecken so gut es geht, so schnell wie möglich hier durchfährt. Und ja. Ja, und alle auf einmal ist halt der Fakt. Das heißt, wenn er einen kleinen Fehler irgendwo hat, was sehr gut passieren kann, bei der Länge von einem solch intensen Run, da passieren halt gerne Fehler. Und das ist manchmal nicht zu vermeiden. Aber letztendlich geht es darum, dass du es schaffst, ja. Möglichst schnell. Es ist jetzt nicht hier, um Weltrekorde aufzustellen. Wobei ich tatsächlich mal gucken muss, jetzt kurz. Im Command. Wenn er dann funktioniert. Ja, okay, bei 22,59. Ja, da ist ein Raster. Ich verstehe gerade den Weltrekord-Command nicht, weil der Weltrekord ist 28,25 und seine PB ist 22,59. Was weit unter dem Weltrekord ist. Das Problem auf dem Leaderboard, gibt es nur Parkasa 02. Also Raster ist nicht auf dem Leaderboard in der Kategorie zu finden. Ah, okay. Again, here you also don't lose that much speed by going over the freewheel. Now we have the ice turnaround. Will you clear that? Hopefully it is gonna work out. Oh, very nice. A bit safe, but... Oh, das war eine heftige Kurve in der Erde gerade. Oder Sand? Ich würde annehmen, dass es eher Sand ist. Aber eine heftige Kurve im Sand, die er elegant gemacht hat. Das Schöne hier an dem Spiel ist einfach eigentlich tatsächlich, dass du die Geschwindigkeit auch angezeigt bekommst hinten am am Auto. Da hast du wenigstens auch tatsächlich dann nicht immer so eine subjektive Empfindung, sondern kannst halt tatsächlich auch wirklich anhand der Zahlen relativ genau sagen, wie du dich dann, also wenn du die beste Möglichkeit zum Beispiel für eine Strecke gefunden hast, kannst du dann anhand der Zahlen halt genau sagen, okay, hier muss ich noch ein bisschen abbremsen und so weiter und so fort. Genau, auch wenn es meistens so schnell geht, dass du das nicht so ganz mitkriegst.
Ja, und das war wirklich close am Ende von dem letzten Track. Da ist er haarscharf noch in das Goal reinspringen. Das ist gerne mal Standard, dass das, also es ist auch teilweise wirklich so gewollt. Mach einen kleinen Fehler und du schaffst es nicht. Er hat die Kurve nur durch das kleine Eisfeld dazwischen so hart nehmen können bei dem Track davor. Okay, damn. Das kleine Eisfeld davor hat die ganze Kurve möglich gemacht. Das. Oh, absolutely we do. I want to start off with saying thank you to two anonymous donators that have donated $5 and $50. Ich würde dir tatsächlich sehr empfehlen, Daftus Matrix Mania zu spielen. Ich habe es vor, keine Sorge. Das ist gut. Ich habe nur leider eine große Liste an Spielen, die ich vorhabe, irgendwann zu spielen. Und ich bekomme nicht mehr Zeit. Aber ja, eines Tages auf jeden Fall. Das Spiel sieht sick as fuck aus. Ist schon die Uhrzeit, eines Tages, sorry. So schnell wie möglich. Ja, such dir irgendeinen Trackmania aus und spiel einfach mal. Es gibt leider so viele, die ich einfach mal spielen würde gerne. Aber ja. Wie viele Strecken fährt Ruster? Na, es gibt, der Juni hatte 30 Tage, also fährt er 30 Strecken. Ah, das macht Sinn, das leuchtet ein. Bei Track of the Day für Juni 2021. Das heißt, bei der wievielten Map sind wir gerade? Hast du das mitzählen können? Nee. Ja, okay. Wir sind irgendwo in der Hälfte, ein bisschen drüber vielleicht. Wir sind schon, wir sind auf jeden Fall schon drüber. Okay. Meltdown war ungefähr die Hälfte. Coaster World Tour from a sparkling water, so another like roller coaster style map, which is of course also a tech map. Very hard. Wieder eine Map, wo es sehr leicht ist, runterzufallen mit den sehr schmalen, für mich schmalen Strecken. Ich weiß nicht, was Trackmania-Spieler alles gewohnt sind. Das muss ich gestehen. Also wenn du Richtung wirklich der Custom-Strecken gehst, dann sind Trackmania-Spieler sehr, sehr, sehr schlimme Sachen gefunden teilweise. Oh, Jesus. Kann man es das I wanna be the guy der Racing-Spiele nennen? Hm, so schlimm noch nicht. Okay. Es kommt in die Richtung. Oh, Wasser. Wasser. Es gibt auch Wasser. Wasser hat auch die wunderbare Eigenschaft, als Trampolin zu fungieren, wenn du da mit einer gewissen Geschwindigkeit drauf hüpfst und hüpfst und natürlich auch im richtigen Winkel bist. Oh. Das sehen wir hier, oder konnten wir wunderbar sehen. Strecke nennt sich Aquaplaning und ist die 20. There you go. Von den Franzosen erstellt. Das ist gut. Aquaplaning ist ein Begriff, der tatsächlich existiert in dem Bereich des Fahrens. Das ist, wenn man mit seinen Rädern über Wasser schlittert, weil das Profil nicht tief genug ist. Und anscheinend ist es das, was auch hier passiert bei uns. Manche Strecken sind so schmal, dass bei einem Drift direkt das halbe Auto abseits der Strecke ist. Ja. Jesus, Anakin. Ja, wie gesagt, du wirkst halt jetzt so wirklich so fasziniert davon so und so überrascht, wie krass sowas ist, wo ich mir so denke, das ist halt in Trackmania normal. Ja, ich deswegen sage ich ja, du solltest relativ schnell Trackmania mal spielen. Ja, Jesus, das war ein Loop-de-Loop mit Löchern oder so, seitwärts, Flippy-Doodle. Oh, Jesus. Schön. Ich finde es einfach amüsant, wie du darauf reagierst. Ich meine, sieh mal, ich bin es gewohnt, hier normales Formel 1, ein Auto fährt am Boden und bleibt am Boden mit den Rädern gewohnt. Das ist nicht dieses Spiel anscheinend. Ja, das in VR ist heftig, das stelle ich mir auch so vor. Das übrigens war gerade die Strecke Lullaby von einem Deutschen, jetzt haben wir auch wieder eine Strecke vom Deutschen. Die heißt Hashtag Ruins. Well, ich sehe, wieso sie so genannt wurde, weil es gibt eine Menge Grün hier. Recht angenehm. Eigentlich eine sehr schöne Map sogar. Viel an Architektur, also nicht mal Architektur, aber die Umgebung ist sehr schön designt. Es gibt eine Menge zum Anschauen, während man fährt.
Du hast bloß in der Regel keine Zeit dazu, dir das anzuschauen. Das ist jetzt ja, nur so, okay. Weil du das jetzt mit dann anguckst. Das macht Sinn, aber ich meine, es sieht ziemlich gut aus, die Tracks. Also man muss sich teilweise echt gut konzentrieren und jetzt scheint er das umzudrehen. Den Controller, oder? Er nimmt er zumindest gerade hoch. Wir sehen den Controller. Oh ja, ich glaube, der Controller schaut weg von ihm. Der nächste Track wird mit dem verkehrt rum Controller gespielt. Ja. Strecke von dem deutschen Concrete Jungle. Der Ersteller hat dafür 55 Sekunden 577 Millisekunden gebraucht. Also 55,5 Sekunden. So, natürlich ist es jetzt hier an der Stelle sehr vorteilhaft, die Strecke für Flip the Controller zu nehmen, weil du hattest gerade die Röhre, da kann nicht viel passieren. Du kannst höchstens dann auf den Kopf fallen, dann startest du halt von vorne wieder, bis du es irgendwann hinkriegst. Und ansonsten ist es es gibt nicht allzu viele Kurven. Mm. 55 Sekunden, um die Strecke zu bauen, was? Wo die Strecke um die zu fahren. Ach so, die Zeit. Ja, nein, die Splits sagen nicht, wie schnell sie gebaut wurde. Ich dachte kurz, das wurde gerade im Stream gesagt, von wegen, jupp, das war die Challenge, 55 Sekunden, um die Strecke zu bauen. Easy peasy. Nein, um Gottes Willen. Das war der Punkt, wo ich dachte, okay, Trackmania-Spieler sind echt anders gebaut, ey. Jesus. So, wer geht's? Jetzt geht's auf jeden Fall mal ein bisschen in den Winter, da kühlt's auch einfach mal ein bisschen wieder ab, so das Gemüt. Sehr cool. Schnee ist übrigens auch ein Untergrund, wo du rutschen kannst. So, Schnee ist auch nicht nett. Es gibt auch tatsächlich leichte Unterschiede zwischen Asphalt und Holz. Holz gibt es natürlich auch. Ganz vergessen. Wirklich? Ja, hat man auch gerade gesehen. Deswegen habe ich mich auch wieder daran erinnert. Es gibt auch ganze Strecken, die fast ausschließlich aus Holz gebaut sind. Und das hat wirklich ein anderes Feel als Asphalt. Nicht schlecht. Und das ist, jeder Boden fühlt sich leicht anders an. Boah, diese Drifts im Eis sehen so perfekt aus. Das braucht sicher perfekte Inputs, damit das so smooth und geplant aussieht. So, wir sind schon bei der 25. Strecke angekommen. Wow, eine Strecke pro Minute, was für eine Quote. Exactly. It's a win-win for everyone. So thank you guys so much for the generous donations. Keep it up and of course. Ah, das sieht doch schön aus. Der Holzuntergrund hat einen etwas nussigeren Abgang. Ausgezeichnet. Wow. And now we have actually my favorite map, plastic. Oh, Rust erzählt doch gerade, diese Map ist eine seiner Lieblingsmap und diese benutzt auch einen besonderen Untergrund und zwar Plastik. Und das hat anscheinend wieder ein eigenes Feel zu sich im Vergleich zu Holz und Asphalt. Also, okay, anscheinend gibt es unendlich viele Bodenvarianten noch. Es gibt nicht unendlich viele. Die Map heißt übrigens auch Plastik. Ah, also ein französisches Plastik. Genau, also zumindest sieht es französisch geschrieben aus, aber es von einem Polen erstellt. Ah, okay. Gewesen. Und jetzt gehen wir ein bisschen abseits von Europa, gehen wir nicht nach Jamaika. Der Loop war cool. Gute Asylum-Map. Die Map sieht cool aus. Das ganze Spiel, also man muss einfach sagen, was die hier so optisch so reingebracht haben, das sieht alles cool aus. Ja, ich meine, ich realisiere, wie Gravitation einfach ein Konzept ist, das die Menschen zwar entwickelt haben und das ignoriert wird und die Map sich dementsprechend auch anpasst. So die Hälfte der Map war so 90 Grad gedreht und so. Du musst halt einfach mal jetzt zwischendrin, also Gravitation gibt es, also sei an diesen 90 Grad Wänden, sei da etwas zu langsam und du rutschst drunter. Das macht Sinn. Ja. Oh!
Ich sehe, wir sind rückwärts gefahren, um einen Reactor-Boost aufzuheben. Was ist das? Ein Boost. Okay, es ist ein Speed-Boost, okay. Kann man den jederzeit benutzen, wo auch immer man will? Ist es ein sofortiger Boost oder wie funktioniert der? Es sah so aus, als wäre der schon da hinten ausgelöst worden über den Boden. Wie ich schon vorhin mal erwähnt, es gibt so verschiedene Special-Dinger. Wie gesagt, da gibt es halt Boost, es gibt dann halt auch wo die Engine off, also wo dann der Motor ausgeht. Mm. Oh wow, das ist wieder eine sehr coole Map, aber mit einem komplett anderen Konzept. Oh. Aber den Sprung haben wir dort leider nicht geschafft. Der Sprung ging ein bisschen daneben, ja. Es sieht auch nach einem wirklich... wie soll man den Speed dort bekommen? Jesus Christ. Heftig. So, und da hat man jetzt gesehen, unten hier Slow Motion. Den Effekt, ja, hat ein bisschen langsamer gemacht. Deswegen wollte man oben lang. Das macht Sinn. Momo, mir geht es genauso. Ich wusste... ich lese einfach vor. Ich vor Acer. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich nach Acer. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. mir geht es genauso. So, jetzt, übrigens, die Strecke gerade eben war von einem deutschen Axolotl Maze. Und jetzt sind wir in The Cave. Von einem Franzosen. Und aber wir sehen den Himmel. Die drittletzte Map. Aber wir sehen den Himmel. Wie ist es eine Höhle, wenn wir den Himmel sehen? Weiß ich nicht, aber die heißt nun mal so. Ich meine, die Kristalle sind cool da. Es sind so Cave-Kristalle, so Höhlenkristalle, deswegen ist vermutlich, ja. So, vorletzte Map. Whiteout. Man muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt hier und da ja wirklich immer die Länder so gesagt, vor allem was dann auch, was manche, also die Franzosen sind halt in Trackmania richtig groß. Mm. Also es gibt wirklich viele Franzosen, die Trackmania spielen. Also es ist so tatsächlich wahrscheinlich, ich würde fast sagen, die französische Community in Trackmania ist größer als die Communities aus anderen Ländern. Heftig, heftig. Das ist zumindest so jetzt einfach mal so eine subjektive Einschätzung meinerseits. Aber auch tatsächlich, die Deutschen sind gut vertreten, wie man jetzt zum Beispiel ja auch gesehen hat, wie viele Maps von Deutschen mit drin sind. Mhm. Auch bei anderen Trackmania-Teilen sind sie noch ganz gut dabei mit. Wow, Zorgo. Kann man sagen, er ist übers Ziel hinausgeschossen? Das war noch applied auf den letzten Track, den wir gesehen haben. So, yep. Plastech von einem Deutschen. Die letzte Map. Haben wir nicht Plastech? Doch nicht. Was? Das war Plastik. Oh, Verzeihung. Und das ist Plastik. Das ist Plastik, die Map, genau. Plastik, okay. Das Spiel kommt auch aus Frankreich. Ah, okay, danke, Keyword. Ja, das kann sein, ja. Das habe ich tatsächlich nie auf dem Schirm. Oh, Time! Jesus, das war schnell. Ja. Naja, Time. Das war Trackmania 2020. Und ja, stimmt, es ist von Nadeo entwickelt und Nadeo ist, ist ein französischer Entwickler. Mm. Unter der Machenschaft von Ubisoft. Ja, stimmt. Ubisoft Frankreich macht eine Menge Spiele. Oder zumindest kenne ich sie dafür, dass sie Spiele machen, die ich spiele. Also weiterer Pluspunkt. Gut, ich nutze aber hier die Pause. Ich gehe ganz kurz aufs WC, bin gleich wieder da. Ja, mach das. Stream right now. Speedrunstore.com. Ui, interessant. Keywalker, interessant.